So, herzlich willkommen bei TVG zum Trainergespräch. Ich begrüße Jurens Gottschön, kennt ihr ja alle, und Hengel natürlich. Der TVG hat gegen Aiken, SV Aiken oder Aikener SV 2, auch lecker, mit 34-22 gewonnen, also relativ klar. Stimmung war gut, glaube ich. Auch auf eurer Bank habe ich den Eindruck, war die Stimmung in Ordnung, trotz der Niederlage. Wir stehen jetzt wirklich ganz, ganz knapp vorm Aufstieg, wenn ich das mal richtig sehe und die Tabelle lesen kann. Wir wollen Jurens erstmal fragen, wie ihr das Spiel hier heute empfunden habt, mit welcher Zielsetzung reingegangen seid und wie es so gewesen ist und wie es gelaufen ist. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Jurens mein Name. Ich merke gerade, ich bin ja gar nicht passend angezogen. Muss man ja gerade. Bisschen Etikette reinbringen? Nein, alles gut. Also, zuallererst der eigentliche Trainer Andreas Ahrens lässt sich entschuldigen. Der ist gerade am Ausbauen, privat behindert. Deswegen haben wir das, also Manuel, meine Wenigkeit und Paul Philipp Heidemann haben das dementsprechend halt übernommen. Die Frage war nochmal. Wie seid ihr ins Spiel gegangen und ist so gelaufen? Oder ja, also von vornherein, man wusste ja, in Hütte auswärts, da ist nicht viel zu holen. Ihr seid Tabellenführer mit minus 5 Punkten. Ja, ihr gehört in der Landesliga, ganz unglücklich, letzte Saison abgestiegen. Und ja, wir sind mit der Zielvorgabe reingegangen, möglichst unter 10 Tore zu bleiben. Am Anfang haben wir es komplett verpennt. Dann irgendwann haben wir nochmal den Schalter in der ersten Halbzeit umgelegt. Dann hat Hengel dann auch das Timeout zeitlich genommen. Und ja, unterm Strich, wir wussten, dass wir verlieren. Ganz einfach gesagt. Okay, sehr gut. Junge Truppe, wenn ich das so richtig beobachte, welche Rolle spielt die zweite Mannschaft in Aiken insgesamt? Backup für die erste oder wie sieht das aus? Ja, genau. Also wir sind vom Kern sind wir so ungefähr 8-9 Leute und der Rest ist dann halt von Jugendspielern aus der A-Jugend oder halt die Youngsters aus der ersten, die werden da immer mal hochgezogen und bei uns dann Spielpraxis zu holen. Dementsprechend haben wir dann auch sehr hohe Fluktuation bei der Punkteausbeute, sage ich jetzt mal nett gesagt. Aber ja, wir haben eine gute Stimmung, wir trinken gerne einen zusammen, also eigentlich ist das eine geile Truppe. Ja, vielen Dank erstmal, Juri. Leute, wie war es für dich heute im eigenen Trikot beim TVG in der Halle zu stehen? Ja, also letztes Jahr ist ja auch schon mit der ersten Jahr hier gewesen, sicherlich mit anderen Voraussetzungen. Letztes Jahr haben wir vielleicht hier mit dem Aufstieg hergegeben, durch eine Niederlage hier. Heute war es ein bisschen was anderes. Wir wussten, was auf uns zukommt, wie Jürgen schon sagte. Ohne Kleber ist immer ein anderes Spiel. Haben wir im Heimspiel gegen Hütte gesehen, wo wir mit einer ähnlichen Truppe das Spiel gewinnen können mit 2-3 Toren. Und heute ohne Kleber irgendwie, ich glaube, nach einer Viertelstunde haben wir uns damit abgefunden, wie das Ergebnis ausgeht. Und dann hatten wir noch ein bisschen Spaß und alles gut. Danke. Engel. Ja. Wollen wir den Aufstieg jetzt verkünden oder gibt es noch eine theoretische Situation? Ja, Abend erstmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bin da schlecht vorbereitet. Ob da jetzt das direkte Torverhältnis, direkte Vergleich zählt oder das Torverhältnis. Wir spielen einfach weiter. Oder was mehr? Also 6 Punkte sind es. Wir haben das deutlich bessere Torverhältnis. Und so wie ich eben gehört habe, ist das entscheidend. Also die 120 Tore werden wir, glaube ich, nie mehr erholen lassen. Ganz egal. Wie war das Spiel heute für dich? Ist es aufgegangen, ist ja super reingekommen, sehr konzentriert, schöne Spielzüge. Also von daher dein Plan aufgegangen oder was hätte noch besser laufen können? Ja, also besser geht natürlich immer, aber ich glaube, wir können da wirklich sehr zufrieden sein. Also ich bin erstmal auch dankbar, dass ihr hier mit der guten Truppe angereist seid. Konnten wir auch so ein bisschen Wiedergutmachung betreiben. Also Hinspiel war ja, glaube ich, noch in Erinnerung, haben wir 5 Tore verloren. Haben uns nicht so mit Ruhm bekleckert, von daher war natürlich die Motivation auch wieder richtig gut heute und ja, ich glaube, das haben wir gut gemacht. Wir haben ein paar Minuten drin gehabt. Ich glaube, wir haben sehr schnell auch dann mit 8 Toren geführt und dann versucht ja jeder auch nochmal was Besonderes und ja, ich glaube, das haben wir aber gut über die Bühne gekriegt. Gute Leistung. Jetzt gehst du HSG, dann kommt Wagenfeld und dann fahren wir alle zusammen nach Damme. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann fährt ja der Bus. Die letzten 3 Spiele werden wir noch ernsthaft angehen. Was ist dein Ziel jetzt in den 3 Spielen?
was müssen wir da noch liefern? Ja, ich denke, wir wollen uns natürlich auch als Aufsteiger präsentieren. Also volle Motivation. Und das sind auch Spiele, wenn man da nicht richtig dran geht. Damit können wir uns alle dran erinnern. Zu Hause haben wir auch länger rumgeeiert hier. Osnabrück, also muss ich gar nicht alle beschwören. Wagenfeld, glaube ich, da sind wir nochmal richtig motiviert. So als Lecken mit den Konkurrenten. Ja, wir machen unser Ding. Ich möchte heute einen Spieler mal ansprechen. Ich finde, Jonas hat heute 10 Tore geworfen. Sensationell konzentriert. Vielleicht von dir einen Satz zu Jonas und seiner Entwicklung in dieser Saison. Ja, der Jonas, ne, ist ein guter. Nein, also, der hat heute natürlich auch den Job, der war der einzige Linkshänder im Team. Das war ihm durchaus bewusst, glaube ich, hat er toll gemacht. Ja, die ganze Saison hat er sich eigentlich konstant gut entwickelt, wie aber auch ganz viele andere, finde ich. Können wir natürlich heute mal den Jonas rausheben. Das kostet sich auch ein. Nein, also, nein, wir sind, glaube ich, sehr zufrieden. Ne? Ich denke, das Playingsbeteiligung, da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben. Nicht bei Jonas jetzt, da ist er sicherlich ganz vorne. Aber so allgemein, das ist dann der Punkt. Wir werden sicherlich ja noch das eine oder andere zur Saison verändern. Und ja, dazu mehr am nächsten Mal. Genau. Wir müssen ja noch ein paar Fragen für das Spiel gegen Wagenfeld haben. Noch ein Satz zu Icon 1. Ihr seid Zweiter, wenn ich das richtig in der Tabelle gelesen habe. Wie ist die Zielsetzung? Aufstieg gewollt? Durchziehen? Ja, die Problematik allgemein ist, glaube ich, einfach, dass der zweite Tabellenplatz am Ende, glaube ich, nicht ausreichen wird. Es wird dieses Jahr, glaube ich, keine Aufstiegsrelegation geben. Ja, natürlich ist das Ziel, absolut noch Zweiter zu werden, aber Aurich ist zu weit weg. Und ja, es wird Dinklage oder Eiken unterm Strich machen. Die, wie gesagt, die Relegation wird es nicht geben. Das wäre dann... So, dann wünschen wir euch eine gute Heimfahrt. Ich hoffe, ihr habt dann auch welche, die noch fahren dürfen und können. Eine gute Restsaison, alles Gute und vielleicht oder wahrscheinlich sehen wir uns im nächsten Jahr erste Eigen gegen TVG in der Landesliga wieder. Wir freuen uns drauf. Immer enge Dinge, immer spannend und emotional bei euch auch in der Halle vor allen Dingen. Also bis dahin, alles Gute. Ja, Gott schön auf, wie auch immer. Wann und wo wir sehen, wer wir dann mitgeteilt bekommen demnächst. Hänge uns allen die letzten drei Spiele viel Erfolg. Und ja, jetzt allen noch ein schönes Wochenende. Prost und bis bald. Ein Satz noch von Juli. Einmal ganz kurz den Teamkapitän von Hütte nach vorne. Das wäre, glaube ich, dein Sohnemann, Mali. Ja? Mali? Ja, dann Robin, du bist quasi Vertreter von der Eigner. Da musst du eine Kamera einmal bitte. Von Eigen 2 quasi zum Aufstieg. Ein Geschenk für euch. Ich denke mal, den einen Punkt, den werdet ihr euch nicht mehr nehmen lassen. Das Restprogramm ist wieder funktionieren. Dementsprechend Glückwunsch zum Aufstieg. Das wird wohl klappen. Ich bedanke mich.